In diesem Film möchte ich euch zeigen, wie ihr einen Offset von einem Spline setzen könnt. So, ich lösche mal den Würfel raus, drücke mal hier Shift A und erstelle mal einfach hier eine ganz einfache Kurve und gehe mal hier in den Edit Mode, wähle alle Punkte aus und lösche mal alle Punkte raus und gehe jetzt mal in die Ansicht von oben und dann gehe ich mal hier auf das neue Curve Pen Tool seit der Version von Blender 3.2 und zeichne mal einfach hier irgendeine Kurve. So, jetzt würde ich ganz gerne einen Offset setzen von dieser Kurve. Dazu braucht ihr aber erstmal ein Add-on, welches sich direkt in Blender befindet. Dazu geht ihr einfach auf Edit, Preferences zu den Add-ons und dort gebt ihr in der Suche einfach mal Curve ein. Dann seht ihr hier das Add-on Curve Tools. Das müsst ihr nicht runterladen, das ist schon in Blender enthalten. Ihr müsst es nur aktivieren. Und so, wenn ihr das Ganze aktiviert habt, dann könnt ihr jetzt das Panel öffnen mit der N-Taste und dann findet ihr direkt hier unter Edit, und zwar hier unter Curve Edit, das Tool Outline. So, hier klicken wir drauf und dann können wir hier Create Outline ganz einfach hier mit diesem Wert einen Outline setzen. Das funktioniert einwandfrei. So, ihr habt nur das Problem, wenn ihr das Ganze nicht in der Ansicht von oben macht, funktioniert dieses Tool nicht so ganz hundertprozentig. So, ich lösche das nochmal raus, gehe jetzt mal hier in eine ganz andere Ansicht, gehe einfach mal in die Ansicht, sagen wir mal hier, von vorne, also Front Orthographic, macht das gleiche Spiel jetzt hier nochmal. Drücke jetzt auch hier wieder mal Shift und A und erstelle auch hier mal eine neue Kurve. Gehe wieder in den Edit Mode, wähle wieder alle Punkte aus, lösche die wieder und werde jetzt hier mal wieder eine Kurve zeichnen mit dem Curve Pen Tool. Macht das gleiche Spiel hier. Machen wir einfach mal hier sowas hier und bestätige das Ganze. Und jetzt gehe ich mal hier auf Outline und dann ziehe ich jetzt hier an diesem Amount und sehen wir, passieren hier wirklich die ganz tollsten Sachen. Das funktioniert nämlich gar nicht und es hat ganz einfach was damit zu tun mit der Richtung von dem Spline. So, ich mache das kurz mal hier rückgängig. Und zwar müsst ihr darauf achten, dass die Achse nach oben zeigt. So, und dazu geht ihr einfach hier oben auf Options, dann geht ihr einfach hier auf Origins. Das ist hier der Mittelpunkt von eurem Objekt. Dann seht ihr jetzt hier dieses Fadenkreuz. Jetzt müsst ihr einfach nur darauf achten, dass jetzt die Y-Achse in der Front Orthographic Ansicht nach oben zeigt. So, ich habe dieses Tool aktiviert. Jetzt gehen wir einfach hier auf R, also fürs Rotieren, und drücke jetzt einmal die X-Achse. Und dann sage ich jetzt einfach hier 90 Grad. So, dann seht ihr, dass die Y-Achse nach oben zeigt. Und wenn ihr jetzt auf Outline geht und jetzt mal hier einen Wert eingibt, dann seht ihr, funktioniert das Ganze einwandfrei. So, das ist eigentlich alles, was ich euch jetzt hier in diesem Film zeigen wollte, wie ihr einen Offset oder beziehungsweise einen Outline setzen könnt von einem Spline.